Als sich die Furchen in der Straße vertieften, sah Aragon immer mehr Fußspuren. Bauernhöfe kündeten von ihrer baldigen Ankunft in fort. Das Dorf war größer als Carver Hall, doch es war völlig planlos entstanden. Die Häuser waren ohne jede Ordnung aneinandergereiht worden. Was für ein Durcheinander, sagte Eragon. Er konnte nirgends Demptens Mühle erkennen. Baldur und Albrich haben Rohan bestimmt längst abgeholt, dachte er. Wie auch immer, Eragon stand jetzt sowieso nicht der Sinn danach, seinem Cousin gegenüberzutreten. Es ist hässlich, das kann man wohl behaupten, pflichtete Brom ihm bei. Zwischen ihnen und dem Dorf floss der Anora überspannt von einer stabilen Holzbrücke. Als sie darauf zuging, trat hinter einem Gebüsch ein schmieriger Kerl hervor und versperrte ihnen den Weg. Sein Hemd war zu kurz, und über dem Gürtelstrick quoll sein schmutziger Wanst hervor. Die Zähne hinter seinen aufgesprungenen Lippen sahen aus wie zerfallene Grabsteine. Ihr könnt schön stehen bleiben, jawohl. Ist meine Brücke das? Da. Rübergehen kostet was. Wie viel? fragte Brom ergeben, seufzend. Er zog einen Geldbeutel heraus, und die Miene des Brückenwärters hellte sich auf. Fünf Kronen, sagte er, die Lippen zu einem breiten Grinsen verzogen. In Eragon wallte der Zorn auf ob des unverschämten Preises, und er wollte schon zu einer hitzigen Schimpftirade ansetzen, aber Brom brachte ihn mit einem raschen Blick zum Schweigen. Wortlos wechselten die Münzen den Besitzer. Der Mann steckte sie in einen Beutel an seinem Gürtel. Schönen Dank auch, sagte er höhnisch und gab den Weg frei. Als Brom losging, geriet er ins Stolpern und griff nach dem Arm des Brückenwärters, um nicht hinzufallen. Pass doch auf, wo du hintrittst, alter", schimpfte der Mann und verdrückte sich. "Verzeihung", entschuldigte sich Brom und überquerte mit Iragon die Brücke. "Warum hast du nicht mit ihm gehandelt? Er hat dich schamlos betrogen!", rief Iragon, als sie außer Hörweite waren. "Wahrscheinlich gehört ihm die Brücke nicht einmal. Wir hätten einfach an ihm vorbeigehen sollen." "Wahrscheinlich", stimmte Brom ihm zu. "Warum hast du ihn dann bezahlt?" Weil man nicht mit jedem Narren, den es auf der Welt gibt, streiten kann. Es ist leichter, ihnen ihren Willen zu lassen und sie anschließend, sobald sie nicht Acht geben, zu übertölpeln. Brom öffnete die Hand und ein Häuflein Münzen glitzerte im Sonnenlicht. Du hast seinen Geldbeutel aufgeschlitzt? sagte Eragon ungläubig. Augenzwinkernd steckte Brom das Geld ein. Ja, und er enthielt einen überraschend hohen Betrag. Der Bursche sollte es besser wissen, als all diese Münzen an einem einzigen Ort zu verwahren. Plötzlich erscholl auf der anderen Flussseite ein wütender Aufschrei. Ich würde sagen, unser Freund hat gerade seinen Verlust entdeckt. Wenn du Wachmänner siehst, sag Bescheid. Er packte einen kleinen Jungen, der zwischen zwei Häusern hervorgerannt kam, an der Schulter, und fragte ihn weißt du wo wir pferde kaufen können das kind schaute aus ernsten augen zu ihnen auf und deutete dann auf eine große scheune am rande von terenz danke mein junge sagte brum und warf ihm eine kleine münze zu hinter den großen offenstehenden doppeltüren der scheune waren zwei lange stallreihen zu erkennen an der rückwärtigen wand hingen sättel zaumzeug und andere gerätschaften am Ende des Gangs stand ein Mann mit kräftigen Armen und striegelte einen weißen Hengst. Er hob die Hand und winkte sie herein. Als sie auf ihn zutraten, sagte Brom, »Das ist ja ein wunderschönes Tier.« »Ja, in der Tat. Sein Name ist Schneefeuer. Ich bin Habert.« Er reichte ihnen eine schwielige Pranke und begrüßte Eragon und Brom mit einem kräftigen Händedruck. Es folgte eine kurze Pause in der er darauf wartete, daß sie sich ebenfalls vorstellten. Als nichts dergleichen geschah, fragte er, was kann ich für euch tun? Brum nickte. Wir brauchen zwei Pferde, samt Sätteln und Zaumzeug. Die Pferde müssen schnell und ausdauernd sein, denn wir haben eine weite Reise vor uns. Harbert überlegte einen Moment lang. Ich besitze nicht viele Tiere, die in Frage kommen, und die, die ich habe, sind nicht billig. Der Hengst tänzelte unruhig herum. Sein Herr klopfte ihm beruhigend auf die Seite. Der Preis ist unerheblich. Ich nehme die Besten, die du hast, sagte Brom. Harbert nickte und band den Hengst vor dessen Box fest. Er ging zur Wand und begann, Sättel und andere Gegenstände herunterzunehmen. Wenig später lagen zwei identische Haufen auf dem Boden. Als nächstes ging er den Gang zwischen den Boxen entlang. Und holte zwei Pferde heraus. Eines war ein Fuchs mit einer hellen Mähne, das andere ein Rotschimmel. Er ist ein bisschen hitzig, aber mit einer starken Hand wirst du keine Probleme mit ihm haben, sagte Habert und gab Brom die Zügel des Braunen. Brom ließ das Pferd an seiner Hand schnuppern. Es duldete, daß er ihm den Hals streichelte. Wir nehmen ihn, sagte er, dann betrachtete er den Rotschimmel. Bei dem anderen bin ich mir nicht sicher. Er ist aber ein schneller Läufer. Hm. Was verlangst du für Schneefeuer? Harbert betrachtete den Hengst liebevoll. Eigentlich wollte ich ihn gar nicht verkaufen. Er ist das edelste Ross aus meiner Zucht. Ich habe vor, ihn als Deckhengst zu verwenden. Falls du gewillt wärst, dich von ihm zu trennen, wie viel würde es mich alles in allem kosten? fragte Brom. Eragon versuchte den fuchs am hals zu streicheln wie brom es getan hatte aber das tier wich vor ihm zurück unwillkürlich tastete Eragon nach dessen gedanken um das pferd zu besänftigen und erstarrte überrascht als er tatsächlich den geist des tiers spürte der kontakt war nicht so klar oder scharf wie der zu saphira aber in begrenztem maße konnte er sich mit dem fuchsbraun verständigen Behutsam machte er ihm klar, daß er ein Freund war. Das Pferd beruhigte sich und schaute ihn aus feuchten braunen Augen an. Harbert addierte mit den Fingern den Gesamtpreis des Handels. Zweihundert Kronen und keine weniger, sagte er grinsend, offensichtlich davon überzeugt, daß niemand so viel bezahlen würde. Brom öffnete schweigend seinen Beutel und zählte die Münzen ab. Hier. Ich denke, das ist genug, sagte er. Stille trat ein, während Habert zwischen Schneefeuer und den Münzen hin und her schaute. Schließlich sagte er, seufzend: Er gehört dir, obwohl ich gegen mein Herz entscheide. Ich werde ihn so behandeln, als wäre der legendäre Zuchthengst Gildentor sein Vater, sagte Brum. Deine Worte erfreuen mich, entgegnete der Pferdehändler. Und neigte den Kopf. Dann half er ihnen, die Pferde zu satteln. Als sie fertig waren, sagte er, Lebt wohl! Um Schneefeuers Willen hoffe ich, dass ihr von Unheil verschont bleibt. Keine Angst! Ich werde gut auf ihn aufpassen! versprach Brom, als sie fortging. Hier! sagte er und gab Eragon Schneefeuers Zügel. Geh ans andere Ende von Terens fort und warte dort auf mich. Warum? fragte Eragon, aber Brom war schon zwischen den Häusern verschwunden. Verärgert verließ Eragon Terence fort mit den beiden Pferden und stellte sich an den Straßenrand. Im Süden sah er die verschwommenen Umrisse des Utgard, der wie ein gigantischer Monolith am Ende des Tales stand. Sein Gipfel, der die kleineren Berge, die ihn umgaben, deutlich überragte, stieß in die tief hängenden Wolken hinein. Bei dem düsteren, unheilvollen Anblick kribbelte Eragon die Kopfhaut. Kurz darauf erschien Brom und bedeutete Eragon ihm zu folgen. Sie gingen zu Fuß, bis das Dorf hinter den Bäumen verschwunden war. Dann sagte Brom: Die Rasak sind hier vorbeigekommen. Wie wir haben auch sie Pferde gekauft. Ich habe einen Mann getroffen, der sie gesehen hat. Er beschrieb sie unter ständigem Schaudern und sagte: Sie seien davon galoppiert wie Dämonen auf der Flucht vor einem Heiligen. Dann haben Sie ja wohl einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So könnte man es ausdrücken. Eragon gab den Pferden einen Klaps. Als wir in der Scheune waren, berührte ich versehentlich den Geistesbraunen. Ich wußte gar nicht, dass das möglich ist. Brom runzelte die Stirn. Es ist ungewöhnlich für jemanden in deinem Alter, diese Fähigkeit zu besitzen. Die meisten Drachenreiter mussten jahrelang üben, bis sie stark genug waren, um außer ihren Drachen auch andere Tiere erreichen zu können. Nachdenklich betrachtete er Schneefeuer und sagte schließlich Pack alles aus deinem Rucksack in die Satteltaschen und binde den Rucksack oben am Sattel fest. Iragon tat, wie ihm geheißen, während Brom Schneefeuer bestieg. Iragon musterte den Fuchs skeptisch. Das Pferd war so viel kleiner als Saphira, dass er sich einen absurden Moment lang fragte, ob es überhaupt sein Gewicht tragen konnte. Seufzend kletterte er umständlich in den Sattel. Er war bisher nur auf ungesattelten Pferden geritten und hatte niemals größere Entfernungen zurückgelegt. »Werde ich mir hier auch die Beine wundscheuern?« fragte er. »Wie fühlen Sie sich jetzt an?« »Nicht allzu schlimm, aber ich glaube, wenn wir schnell reiten, wird der Schorf wieder aufreißen.« wir werden es behutsam angehen, versprach Brom. Er gab Eragon einige Ratschläge, und dann ritten sie in gemäßigtem Tempo los. Wenig später begann sich die Landschaft zu verändern, als die Äcker einer raueren Umgebung Platz machten. Dorniges Gestrüpp und hüfthohes Unkraut säumten die Straße, und aus dem Boden erhoben sich schroffe Felsblöcke wie graue Zeugen ihrer Anwesenheit ein unfreundliches, ja geradezu abweisendes Zittern lag in der Luft, wie um Eindringlinge fernzuhalten. Über ihnen ragte, mit jedem Schritt an Größe zunehmend, der Utgard empor, seine zerklüfteten Steilhänge durchfurcht von verschneiten Schluchten. Der schwarze Fels saugte wie ein Schwamm das Licht auf und verdunkelte die gesamte Umgebung. Zwischen dem Utgard und der Bergkette, die die Ostseite des Palankatals bildete, befand sich ein tiefer Einschnitt. Es war der einzige Weg aus dem Tal hinaus. Die Straße führte direkt darauf zu. Die Pferdehufe klapperten scharf auf dem Schotter und die Straße verengte sich zu einem schmalen Pfad, der am Fuße des Utgard um den Berg herumführte. Ergon blickte empor und stellte erstaunt fest, dass auf dem Gipfel ein gewaltiger Spitzturm stand, die Mauern waren halb eingestürzt, aber der Turm wirkte noch immer wie ein stummer Wächter über das Tal. Was hat es damit auf sich? fragte er. Brom schaute nicht auf, sagte aber mit trauriger, bitter klingender Stimme Das war ein Außenposten der Drachenreiter, einer, der seit ihrer Gründung dort steht. Dies ist der Ort, an dem Vrail Zuflucht suchte und an dem er durch Verrat von Galbatorix aufgespürt und getötet wurde. Seit Vrail fiel, liegt eine Aura der Schande über dieser Gegend. Der Name der Bastion lautete Edok Sil, die uneinnehmbare Festung, weil der Berg so steil ist, dass man den Gipfel nur erreicht, wenn man fliegen kann. Seit Frails Tod nennen die Menschen ihn Utgard, aber er hat noch einen anderen Namen Ristwagbayen, Ort des Kummers. So nannten ihn die letzten Reiter, bevor auch sie vom König hingerichtet wurden. Eragon starrte fasziniert nach oben. Dort standen die wahrhaftigen Überreste eines Bauwerks, das, obwohl die Zeit sichtbare Spuren hinterlassen hatte, noch immer vom verblassten Ruhm der Reiter kündete. In dem Moment wurde ihm zum ersten Mal richtig bewusst, wie alt die Drachenreiter waren. Ihm war das Vermächtnis einer heldenhaften Tradition zugefallen, die bis in die Anfänge der Zeit zurückreichte. Sie ritten stundenlang um den Utgard herum. Zu ihrer Rechten bildete er eine massive Wand, nachdem sie in den Einschnitt zwischen den Bergen hineingetrabt waren. Iragon stand in seinen Steigbügeln. Er konnte es nicht abwarten, zu sehen, wie es jenseits des Palankatals aussah, aber sie waren noch zu weit von dessen Ende entfernt. Eine Weile befanden sie sich auf einem abschüssigen Pass, der sich über Hügel und durch Schluchten wand und dabei immer dem Lauf des Anora folgte. Dann, mit der tiefstehenden Sonne im Rücken, erklommen sie eine Anhöhe und blickten über die Bäume hinweg. Aragorn hielt die Luft an. Links und rechts von ihnen waren... Berge aber unter ihnen lag eine riesige Tiefebene, die sich bis zum Horizont erstreckte und dort mit dem Himmel verschmolz. Sie war gleichmäßig hellbraun, wie die Farbe verdorrten Grases. Längliche, von scharfen Winden zerrissene Wolkenfetzen trieben darüber hinweg. Jetzt begriff er, warum Brom auf Pferden bestanden hatte. Es hätte Wochen oder Monate gedauert, dieses gewaltige Gebiet zu Fuß zu durchqueren. Weit oben sah er Saphira kreisen. Sie flog so hoch, dass ungeübte Augen sie für einen Vogel gehalten hätten. Wir warten mit dem Abstieg bis morgen. Er wird fast einen halben Tag dauern. Daher sollten wir jetzt unser Lager aufschlagen. Wie lange geht es denn über die Ebene? fragte Eragon, noch immer beeindruckt. Zwei, drei Tage oder mehr als zwei Wochen, je nachdem, welche Richtung wir einschlagen. Abgesehen von den Nomadenstämmen, die hier umherziehen, ist dieses Gebiet fast so menschenleer wie die Wüste Hadarak im Osten. Wir werden also nur wenige Dörfer vorfinden. Der Süden hingegen ist nicht so trocken und dichter besiedelt. Sie verließen den Pfad und stiegen am Ufer des Anora ab. Als sie ihren Pferden die Sättel abnahmen, deutete Brom auf den Fuchs. Du solltest ihm einen Namen geben. Eragon überlegte, während er sein Pferd festband. Etwas so Edles wie Schneefeuer fällt mir nicht ein. Aber meiner ist auch gut. Er legte dem Braun die Hand auf die Stirn. Ich gebe dir den Namen Kadok. So hieß mein Großvater also. Halte ihn in Ehren. Brom nickte beifällig. Doch Eragon kam sich ein bisschen albern vor. Als Saphira landete, fragte er sie: Wie sieht die Ebene aus? Langweilig, überall nur Hasen und Gestrüpp. Nach dem Abendessen stand Brom auf und rief Fang. Eragon blieb kaum Zeit, den Arm zu heben und das auf seinen Kopf zusausende Holzstück zu fangen er seufzte, als er sah, dass es erneut das nachgebildete Schwert war. Oh, nicht schon wieder, beschwerte er sich. Brom lächelte bloß und bedeutete ihm, aufzustehen. Widerwillig stemmte Eragon sich auf die Beine. Sie entfachten einen Wirbelsturm aus aneinanderprallenden Hölzern, und er wich mit stechendem Arm zurück. Diesmal war das Training kürzer als beim ersten Mal, dauerte jedoch lange genug, damit Eragon sich eine neue Sammlung blauer Flecken einhandeln konnte. Als der Übungskampf vorbei war, warf er seinen Stecken wütend zu Boden und verließ das Feuer, um seine Wunden zu lecken. Donner und Blitz. Am nächsten Morgen vermied es Eragon, sich die jüngsten Ereignisse erneut ins Gedächtnis zu rufen. Es war zu schmerzhaft daran zu denken. Stattdessen widmete er sich mit aller Kraft der Frage, wie er die Rasak töten sollte, wenn er sie erst einmal gefunden hatte. Ich werde meinen Bogen benutzen, beschloss er und stellte sich vor, wie die verhüllten Gestalten aussehen würden, wenn sie mit Pfeilen gespickt wären. Schon das Aufstehen bereitete ihm Schwierigkeiten. Seine Muskeln verkrampften sich bei der geringsten Bewegung, und einer seiner Finger war heiß und angeschwollen. Als sie zum Aufbruch bereit waren, bestieg er Kadok und sagte verkniffen zu Brom, Wenn das so weitergeht, wirst du mich noch in Stücke schlagen. Ich würde nicht so hart mit dir umspringen, wenn ich dich nicht für stark genug hielte. Zur Abwechslung hätte ich nichts dagegen, mal für schwach gehalten zu werden murmelte Eragon. kadok tänzelte unruhig als Safira auf sie zukam sie beäugte das pferd mit einem blick der so etwas wie verachtung ausdrückte und sagte in der ebene gibt es keine verstecke daher werde ich mir nicht mehr die mühe machen außer sichtweite zu bleiben ab jetzt fliege ich direkt über euch sie stieg in die lüfte während aragon und brom sich an den steilen abstieg machten Vielerorts verschwand der Pfad einfach, worauf sie sich einen eigenen Weg nach unten bahnen mussten. Zuweilen stiegen sie ab und führten die Pferde neben sich her, wobei sie sich an Baumstämmen festhielten, um nicht den Hang hinabzustürzen. Der Boden war voller Geröll, was den Halt trügerisch machte. Die Anstrengung trieb ihnen trotz der Kälte den Schweiß auf die Stirn und stimmte sie gereizt. Als sie gegen Mittag unten ankamen, legten sie eine Rast ein. Der Anora bog jetzt nach links ab und floss in Richtung Norden weiter. Ein beißender Wind fegte über die Landschaft und peitschte ihnen gnadenlos entgegen. Die Erde war ausgetrocknet und Sand blies ihnen in die Augen. Es verunsicherte Eragon, dass hier alles so flach war. Auf der ganzen Ebene gab es keinen einzigen Hügel, nicht einmal die kleinste Erhebung ohne die Berge, fühlte er sich ausgeliefert und verletzlich, wie eine Maus unter dem wachsamen Blick eines Adlers. Der Pfad teilte sich in drei Wege, sobald er die Ebene erreichte. Der erste bog nach Norden ab, in Richtung Keunon, eine der größten Städte im Norden. Der zweite führte geradeaus über die Ebene hinweg, und der letzte nach Süden. Sie suchten alle drei Wege nach Spuren der Rasak ab, und fanden sie schließlich auf dem, der ins Grasland führte. Sie scheinen nach Yasuak gezogen zu sein, sagte Brom mit einem Anflug von Verblüffung. Wo ist das? Im Osten. Vier Tage entfernt, wenn alles gut geht. Es ist ein kleines Dorf am Ninorstrom. Er deutete auf den Anora, der sich nach Norden von ihnen entfernte. Der Fluss ist unsere einzige Wasserquelle. Wir müssen unsere Schläuche auffüllen, bevor wir die Ebene durchqueren. Zwischen hier und jasuak gibt es keine andere Wasserstelle. Eragon wurde allmählich vom Jagdfieber gepackt. In ein paar Tagen, vielleicht in weniger als einer Woche, würde er seine Pfeile abschießen, um Garros Tod zu rächen. Und dann, dachte er, er weigerte sich, darüber nachzudenken, was danach geschehen würde. Sie füllten die Wasserschläuche im Fluss, ließen die Pferde trinken und tranken selbst, soviel sie konnten. Saphira gesellte sich zu ihnen und nahm mehrere große Schlucke Wasser. Gestärkt wandten sie sich nach Osten und zogen los. Eragon merkte, daß es der Wind war, der ihm am meisten zu schaffen machte. Er war schuld an allem, was ihm Unbehagen bereitete. Die aufgesprungenen Lippen, die trockene Zunge, und die brennenden Augen. Das unablässige Stürmen verfolgte sie den ganzen Tag, und am Abend nahm der Wind sogar noch zu, anstatt sich zu legen. Da es nirgends einen Unterschlupf gab, mußten sie ihr Lager in offenem Gelände aufschlagen. Iragon fand einen struppigen Busch, eine gedrungene, kräftige Pflanze, die selbst unter diesen rauen Bedingungen gedieh, und riß ihn heraus. Er legte ihn sorgsam zurecht und versuchte, ihn anzuzünden aber die hölzernen Stengel qualmten nur und verströmten einen beißenden Gestank. Wütend warf er Brom die Zunderbüchse zu. Ah, ich kann damit kein Feuer anzünden, schon gar nicht bei dem Wind. Versuch du es mal. Ansonsten gibt es ein kaltes Abendessen. Brom kniete sich vor den Busch und betrachtete ihn skeptisch. Er zupfte ein paar Zweige zurecht und schlug Funken. Es qualmte, sonst tat sich nichts. Er blickte mürrisch und versuchte es von neuem, aber er hatte auch nicht mehr Glück als Eragon. Prisingir, schimpfte er verärgert und schlug den Flinstein erneut gegen die Zunderbüchse. Plötzlich loderten Flammen auf, und er trat mit zufriedener Miene zurück. Ach, geschafft. Wahrscheinlich hat es irgendwo im Innern schon geschwelt. Sie kämpften mit den Holzschwertern, während das Essen kochte. Da sie beide todmüde waren, blieb es bei einem kurzen Gefecht. Nach dem Essen legten sie sich neben Safira schlafen, dankbar für den Windschutz, den sie ihnen bot. Am Morgen begrüßte sie derselbe kalte Wind, der wie am Vortag über die furchtbare Einöde peitschte. Eragons Lippen waren über Nacht aufgerissen. Jedes Mal, wenn er lächelte oder sprach, begannen sie zu bluten. Sie abzulecken, verschlimmerte alles nur. Brom ging es genauso. Sie gaben den Pferden etwas Wasser aus ihren Schläuchen, dann stiegen sie auf und ritten los. Der Tag war eine einzige endlose Mühsal. Am dritten Tag erwachte Eragon gut ausgeruht. Dies und der Umstand, daß der Wind abgeflaut war, versetzten ihn in geradezu euphorische Stimmung. Doch sein Hochgefühl. Wurde gleich wieder getrübt, als er vor ihnen am Himmel die dunklen Gewitterwolken sah. Brom blickte zu den Wolken empor und verzog das Gesicht. Normalerweise würde ich nicht in einen solchen Sturm hineinreiten. Aber wir werden ohnehin etwas abbekommen, also können wir ebenso gut weiterziehen. Es war noch ruhig, als sie die Sturmfront erreichten. Als sie in deren Schatten traten, Schaute Aragon auf. Der Wolkenberg hatte eine bizarre Form, die aussah wie eine Kathedrale mit einem massiven Dachgewölbe. Mit etwas Vorstellungsvermögen konnte er Säulen, Fenster, Kanzel und Empore und ein Gewirr von Wasserspeiern erkennen. Es war ein Anblick voll wilder Schönheit. Als Aragon den Blick wieder senkte, sah er, wie eine riesige Welle das Gras niederwalzte. Es dauerte einen Moment, bis er begriff, daß es ein gewaltiger Windstoß war. Brom sah es auch und sie zogen beide die Schultern hoch und wappneten sich gegen den Sturm. Als das Unwetter fast über ihnen war, kam Eragon ein schrecklicher Gedanke. Er drehte sich im Sattel um und rief gleichzeitig mit seiner Stimme und seinem Geist: "Saphira, du musst landen!" Broms Gesicht wurde aschfahl. Die beiden sahen, wie der Drache zur Erde hinabstieß. Sie wird es nicht schaffen, dachte er. Um Zeit zu gewinnen, drehte Safira in die Richtung ab, aus der sie gekommen waren. Während die beiden zu ihr hochschauten, traf sie die Wucht des Sturmes wie ein Hammerschlag. Eragon schnappte nach Luft und hielt sich am Sattel fest, während ihm ein ohrenbetäubendes Heulen in den Ohren gellte. Kadok schwankte und grub die Hufe in den Boden. Seine Mähne flatterte im Wind. Der Sturm zerrte mit unsichtbaren Fingern an ihren Kleidern, und herumwirbelnde Staubwolken verfinsterten die Luft. Eragon kniff die Augen zusammen und hielt nach Saphira Ausschau. Er sah sie hart am Boden aufsetzen, dann duckte sie sich und krallte sich mit den Klauen in der Erde fest. Der Windstoß erreichte sie in dem Moment, als sie ihre Flügel anlegte. Mit einem zornigen Ruck riss er sie wieder auseinander und zerrte sie in die Luft empor. Einen Moment lang hing sie dort, getragen von der Wucht des Sturmes. Dann wurde sie herumgeschleudert und krachte mit dem Rücken zu Boden. Eragon riss Kadok herum und galoppierte zurück, wobei er das Pferd sowohl mit den Fersen als auch mit seinem Geist antrieb. »Saphira!« rief er. »Halt dich fest! Ich komme!« Er spürte ihre grimmige Entschlossenheit. Als er sich Saphira näherte, scheute Kadok, daher sprang Eragon ab und rannte zu ihr hin. Sein Bogen schlug ihm gegen den Kopf, ein heftiger Windstoß brachte ihn aus dem Gleichgewicht, und er flog vorwärts und landete auf dem Bauch. Er rutschte ein Stück über den Boden, dann sprang er auf und ignorierte die tiefen Schürfwunden in seiner Haut. Safira war nur noch drei Schritte von ihm entfernt, aber wegen ihrer um sich schlagenden Flügel kam er nicht näher an sie heran. Die Gewalt des Sturms hinderte ihn daran, ihre Schwingen an den Körper anzulegen. Eragon rannte zum rechten Flügel und wollte ihn herabdrücken, aber jetzt packte der Wind Safira erneut, und sie flog, einen Purzelbaum schlagend, über ihn hinweg. Die Zacken auf ihrem Rücken verfehlten seinen Kopf nur um Haaresbreite. Saphira krallte sich verzweifelt in den Boden. Ihre Flügel begannen sich von neuem zu heben, aber bevor Saphira herumgerissen wurde, warf Eragon sich auf den linken. Der Flügel knickte an den Gelenken ein, und Safira presste ihn fest an die Seite. Nun stieg Eragon über ihren Rücken und purzelte auf den anderen Flügel. Plötzlich wurde dieser emporgehoben, so dass Eragon zu Boden fiel. Er fing den Sturz mit einer kurzen Rolle ab, sprang auf und packte den Flügel erneut. Safira begann, ihn an sich zu ziehen, und Eragon schob mit aller Kraft, einen Moment lang sah es aus, als würde der Wind den Sieg davontragen, aber mit einer letzten gemeinsamen Kraftanstrengung überwanden sie ihn. Eragon lehnte sich keuchend an Saphira. Alles in Ordnung? Er spürte, wie sie zitterte. Saphira ließ sich einen Moment Zeit, bevor sie antwortete. Ich, ich glaube ja. Sie klang benommen. Es ist nichts gebrochen. Ich konnte nichts tun. Der Wind ließ mich nicht los. Ich war hilflos. Schaudernd verstummte sie. Er sah sie liebevoll an. Keine Sorge, du hast es überstanden. In einiger Entfernung erblickte er Kadok, den Rücken zum Wind gekehrt. Im Geiste trug Eragon dem Pferd auf, zu Brom zurückzukehren. Danach stieg er auf Saphira. Sie kroch durch den Staub, stemmte sich gegen den Sturm, während er sich mit eingezogenem Kopf an ihren Rücken klammerte. Als sie Brom erreichten, rief er ihm über den Sturm hinweg zu, Ist sie verletzt! Eragon schüttelte den Kopf und stieg ab. Kadok kam wiehernd zu ihm getrabt. Während er dem Pferd den Kopf tätschelte, deutete Brom auf einen dunklen Regenvorhang, der in grauen Strömen niederprasselnd auf sie zukam. Was denn noch alles? rief Iragon aus und zog seinen Mantel eng um seinen Körper. Er zuckte zusammen, als die Sturzflut sie erreichte. Der stechende Regen war eiskalt und wenig später waren sie bis auf die Haut durchnässt und zitterten. Blitze durchbohrten den Himmel, flackerten auf, um im selben Augenblick wieder zu verlöschen. Gewaltige blaue Pfeile zuckten über den Horizont, gefolgt von Donnerschlägen, die den Erdboden erschütterten. Es war wunderschön, doch diese Schönheit war lebensgefährlich. Da und dort entzündeten sich Grasfeuer, nur um sogleich wieder vom Regen gelöscht zu werden. Das Toben der Elemente flaute nur langsam ab, aber als der Tag zur Neige ging, klarte es endlich auf. Der Himmel kam wieder zum Vorschein, und die untergehende Sonne verströmte einen leuchtenden Glanz. Die Sonnenstrahlen warfen buntes Licht auf die Wolken, und zauberten scharfe Kontraste auf die Landschaft. Von einer Seite her wurde alles hell erleuchtet, während die andere Seite im Dunkel lag. Gegenstände wirkten sonderbar massiv, Grashalme sahen so robust aus wie Marmorsäulen, gewöhnliche Dinge waren überirdisch schön, und Iragon kam sich vor, als säße er in einem Gemälde. Der würzige Geruch der wiederbelebten Erde, Erfrischte ihren Geist und hob ihre Stimmung. Safira rekelte sich am Boden, verdrehte ihren Hals und brüllte wohlig. Die Pferde wichen vor ihr zurück, doch Eragon und Brom lächelten über ihre Ausgelassenheit. Bevor das Licht schwand, schlugen sie in einer Senke ihr Nachtlager auf. Zu erschöpft für einen Übungskampf legten sie sich sofort schlafen. Offenbarung in Yasuak. Obwohl es ihnen gelungen war, während des Unwetters ihre Schläuche teilweise nachzufüllen, tranken sie an diesem Morgen ihr letztes Wasser. Hoffentlich gehen wir in die richtige Richtung, sagte Eragon. Denn wenn wir Yasuak heute nicht erreichen, sitzen wir in der Patsche. Brom schien nicht besonders beunruhigt. Ich kenne den Weg. Yasuak wird noch vor der Abenddämmerung in Sicht sein. Eragon lächelte skeptisch. Vielleicht siehst du ja etwas, was ich nicht sehe. Wie kannst du dir so sicher sein, wenn Meilenweit alles gleich aussieht? Weil ich mich nicht vom Land leiten lasse, sondern von den Sternen und der Sonne. Sie werden uns nicht in die Irre führen. Komm, lass uns aufbrechen. Es ist töricht, Unglück heraufzubeschwören, wo keines ist. Wir werden Jasuak erreichen. Seine Worte erwiesen sich als wahr. Sapphira erspähte das Dorf als Erste. Doch erst später am Tag nahm auch der Rest von ihnen die Siedlung als schwarzen Punkt am Horizont wahr. Jasuak war noch immer weit entfernt. Man sah es nur, weil die Landschaft so flach war. Als sie näher kamen, erkannten sie auf beiden Seiten des Dorfes eine dunkle, gewundene Linie, die in der Ferne verschwand. Der Ninur, sagte Brom. Und deutete auf den Fluss. Iragon hielt Kadok an. Man wird Saphira sehen, wenn sie noch länger bei uns bleibt. Soll sie sich verstecken, solange wir in Yasuak sind? Brom rieb sich das Kinn und blickte auf das Dorf. Siehst du die Flussbiegung? Sie soll dort warten. Es ist weit genug von Yasuak entfernt, daß sie dort vor neugierigen Blicken sicher ist und doch nah genug, damit du mit ihr in Verbindung bleiben kannst wir gehen ins dorf besorgen alles nötige und treffen sie anschließend wieder das gefällt mir nicht sagte safira nachdem eragon ihr den plan erklärt hatte es macht keinen spaß sich die ganze zeit wie ein verbrecher zu verstecken du weißt doch was geschehen würde wenn dich jemand sehe sie knurrte mürrisch gab aber nach und flog dicht über dem boden davon Sie behielten ihr zügiges Tempo bei und freuten sich auf die Speisen und Getränke, die sie sich gönnen würden. Als sie sich den kleinen Häusern näherten, sahen sie aus einem Dutzend Schornsteinen Rauch aufsteigen. Aber die Straßen waren menschenleer. Eine ungewöhnliche Stille lag über dem Dorf. In schweigender Übereinkunft hielten sie ein gutes Stück vor dem ersten Haus an. Iragon sagte unvermittelt, kein einziger bähender Hund? Nein. Das muss aber nichts heißen. Nein. iragon hielt inne. Irgendjemand müsste uns doch inzwischen gesehen haben. Ja. Warum ist dann noch niemand herausgekommen? Brom schaute blinzelnd in die Sonne. Vielleicht haben Sie Angst. Ja, könnte sein, sagte iragon Er schwieg einen Moment. Und wenn es eine Falle ist? Vielleicht erwarten uns die Rassak schon. Wir brauchen Proviant und Wasser. Wasser können wir aus dem Ninur schöpfen. Trotzdem brauchen wir Proviant. Stimmt. Eragon schaute sich um. Also reiten wir hinein. Brom straffte die Zügel. Ja, aber nicht wie blinde Narren. Dies ist die Hauptzugangsstraße nach Yasuak. Falls es einen Hinterhalt gibt, dann entlang dieses Weges. Niemand wird erwarten, dass wir aus einer anderen Richtung kommen. Also reiten wir von der Seite her ins Dorf?", fragte iragon Brom nickte, zog sein Schwert aus der Scheide und legte die nackte Klinge quer über den Sattel. iragon nahm seinen Bogen und legte einen Pfeil an die Sehne. Leise trabten sie um das Dorf herum und ritten vorsichtig hinein. Die Straße war leer, bis auf einen kleinen Fuchs der davonhuschte, als er sie sah. Die Häuser wirkten düster und unheilschwanger. Die Fensterscheiben waren zersplittert, viele Türen schwangen an zerbrochenen Angeln hin und her, die Pferde verdrehten unruhig die Augen, und Iragons Handfläche kribbelte, aber er widerstand dem Drang, sich zu kratzen. Als sie ins Dorfzentrum ritten, verstärkte er den Griff um seinen Bogen und wurde kreidebleich. Allmächtiger, flüsterte er. Vor ihnen lag ein Berg von Leichen, starr und mit verzerrten Gesichtern. Die Kleider waren blutgetränkt, und auf dem aufgewühlten Boden schwammen Blutlachen. Männer lagen über den Frauen, die sie hatten beschützen wollen, Mütter hielten ihre Kinder in stiller Umklammerung, und Liebende, die einander hatten abschirmen wollen, Lagen nun in der kalten Umarmung des Todes beisammen. Aus allen Körpern ragten schwarze Pfeile hervor. Weder Kinder noch Alte hatte man verschont. Am schlimmsten aber war der mit einem Widerhaken versehene Speer, der oben aus dem Leichenberg ragte und den weißen Leib eines Säuglings aufspießte. Tränen verwischten Eragons Sicht und er versuchte nicht hinzuschauen, aber er konnte den Blick nicht von den toten Gesichtern lösen. Er starrte in ihre offenen Augen und fragte sich, wie ihnen das Leben so einfach hatte entweichen können. Was bedeutet unsere Existenz, wenn sie auf so grauenvolle Weise enden kann, dachte er. Eine Welle der Hoffnungslosigkeit schwappte über ihn hinweg. Eine Krähe sank wie ein schwarzer Schatten vom Himmel, und setzte sich auf den Speer. Sie neigte den Kopf und musterte gierig den Körper des kleinen Kindes. Oh nein, das lässt du bleiben! knurrte Eragon, während er die Bogensehne spannte und den Pfeil abschoß. Unter einer aufstiebenden Federwolke fiel die Krähe nach hinten. Der Pfeil ragte aus ihrer Brust. Eragon legte einen neuen Pfeil an die Sehne. Aber dann wurde ihm Spei übel und er erbrach sich über Kadoks Seite. Brom klopfte ihm auf den Rücken. Als Eragon fertig war, fragte er ihn sanft, »Möchtest du bei Saphira auf mich warten?« »Nein, ich... ich bleibe hier«, stammelte Aragorn und wischte sich über den Mund. Er mied den grausigen Anblick, der sich ihnen bot. Wer in aller Welt... Er schaffte es nicht, den Satz zu beenden. Brom senkte das Haupt. »Jene...« die sich am Schmerz und Leid anderer laben. Sie haben viele Gesichter und erscheinen in vielerlei Gestalt, aber es gibt für sie nur einen Namen, das Böse. Es ist unbegreiflich. Das Einzige, was wir tun können, ist mit den Opfern zu fühlen und sie zu ehren. Er stieg von Schneefeuer ab und lief umher, inspizierte den zertrampelten Boden. Die Rasak, waren hier, sagte er langsam. Aber sie sind es nicht gewesen. Dies ist das Werk von Urgals. Der Speer stammt von ihnen. Es war eine ganze Horde, bis zu hundert Mann. Das ist merkwürdig. Ich weiß nur von ganz wenigen Fällen, wo sie in so großer Zahl er ging in die Hocke und betrachtete einen Fußabdruck. Fluchend rannte er zu Schneefeuer zurück und sprang in den Sattel. Los! zischte er gepresst und gab Schneefeuer die Sporen. Die Urgals sind noch hier! Eragon stieß Kadok die Fersen in die Flanken. Das Pferd schnellte vorwärts und stürmte Schneefeuer hinterher. Sie galoppierten an den Häusern vorbei und hatten fast den Dorfrand erreicht, als Eragons Hand erneut kribbelte. Zu seiner Rechten sah er eine verschwommene Bewegung, und dann stieß ihn eine gigantische Faust aus dem Sattel. Er flog von Kadok herab und prallte gegen eine Hauswand, hielt aber instinktiv seinen Bogen fest. Keuchend und benommen, rappelte er sich auf und hielt sich die Seite. Ein Urgal stand über ihm, das Gesicht erstarrt zu einem hässlichen Grinsen, das Ungeheuer war hochgewachsen, dick und breiter als ein Türrahmen, hatte graue Haut und gelbe Schweinsaugen. Muskelberge wölbten sich an seinen Armen und seinem Oberkörper, der von einem viel zu kleinen Brustpanzer bedeckt wurde. Eine Eisenkappe saß zwischen den dicken Hörnern, die aus seinen Schläfen ragten, und an einen Arm war ein Rundschild gebunden. Seine mächtige Hand hielt ein kurzes, grausam wirkendes Schwert, hinter ihm sah Eragon, wie Brom Schneefeuer herumriss und zurückritt, nur um von einem zweiten Urgal aufgehalten zu werden, der mit einer Axt bewaffnet war. Lauf weg, du Narr! rief Brom Eragon zu. Der vor Eragon stehende Urgal schwang mit lautem Gebrüll das Schwert durch die Luft. Eragon riss im letzten Moment den Kopf zurück und die Klinge sauste haarscharf an seiner Wange vorbei. Er wirbelte herum und floh mit wild pochendem Herzen ins Zentrum von Yasuak. Der Urgal stürmte ihm nach. Seine schweren Stiefel polterten dumpf über den Boden. Iragon schickte Saphira einen verzweifelten Hilferuf, dann zwang er sich noch schneller zu rennen. Trotz Iragons Bemühungen holte der Urgal schnell auf. Als er ihn fast erreicht hatte, legte Eragon einen Pfeil an die Bogensehne, wirbelte herum, zielte und schoss. Der Urgal riss den Arm hoch und fing den Pfeil mit seinem Schild ab, wo er bebend stecken blieb. Das Ungeheuer krachte gegen Eragon, bevor dieser erneut schießen konnte, und sie stürzten in einem wirren Durcheinander zu Boden. Eragon sprang auf die Beine und lief zu Brom zurück, der von Schneefeuers Rücken aus mit seinem Gegner einen heftigen Schlagabtausch austrug. Wo sind die übrigen Urgals? fragte sich Eragon verzweifelt. Sind diese beiden als Einzige in Yasuak geblieben? Es gab einen lauten Knall, und Schneefeuer bäumte sich wiehernd auf. Brom sank im Sattel zusammen. Blut floss an seinem Arm herab. Der Urgal neben ihm stieß ein Triumphgeheul aus und hob die Axt zum tödlichen Schlag. Ein ohrenbetäubendes Brüllen zerriss Eragons Kehle, als er mit gesenktem Kopf auf den Urgal zustürmte. Der hielt erstaunt inne. Dann wandte er sich mit verächtlichem Blick zu ihm um und schwang die Axt. Eragon tauchte unter dem beidhändig geführten Schlag weg, krallte sich an der Seite des Ungeheuers fest und fügte ihm blutige Kratzwunden zu. Der Urgal verzog wütend das Gesicht. Er schlug erneut zu, aber Eragon sprang zur Seite und lief in eine Gasse. Eragon versuchte, die Urgals von Brom fortzulocken. Er huschte in einen schmalen Durchgang zwischen zwei Häusern, sah, dass es eine Sackgasse war und kam schlitternd zum Stehen. Er wollte umkehren, aber die Urgals hatten bereits den Ausgang versperrt. Sie kamen auf ihn zu, verfluchten ihn mit ihren rauen Stimmen. Eragon sah sich fieberhaft nach einem Fluchtweg um, aber es gab keinen. Während er die näher kommenden Urgals ansah, blitzten in seinem Geist Bilder auf. Tote Dorfbewohner, aufgehäuft zu einem Leichenberg, ganz oben ein unschuldiges Kind, das niemals erwachsen werden würde. Bei dem Gedanken an das Schicksal dieser Menschen strömte aus jedem Teil seines Körpers eine brennende, unbändige Kraft und versammelte sich in seinem Herzen. Es war mehr als der Wunsch nach Gerechtigkeit. Es war sein gesamtes Wesen, das sich gegen die Endgültigkeit des Todes aufbäumte, dagegen, dass auch er aufhören sollte zu existieren. Die Kraft wurde stärker und immer stärker, bis er sich bereit fühlte, die in ihm aufgestaute Energie herausbrechen zu lassen. Er stand kerzengerade da, ohne jede Furcht, und hob den Bogen. Die Urgals lachten und packten ihre Schilde fester. Eragon blickte den Pfeilschaft entlang, so wie er es viele hundertmal getan hatte, und richtete die Spitze auf sein Ziel. Die in ihm lodernde Kraft drohte ihn zu verbrennen. Er mußte sie freisetzen, oder sie würde ihn verzehren. Unwillkürlich sprang plötzlich ein Wort auf seine Lippen. Er schoss und rief, Prisingir! Der Pfeil zischte durch die Luft, in seinem Innern ein blau glühendes Licht. Er traf den vorderen Urgal in die Stirn. Eine uhrenbetäubende Explosion folgte und eine blaue Druckwelle schoss aus dem Kopf des Ungeheuers und tötete den anderen Urgal auf der Stelle. Die blaue Welle erreichte Irragon, bevor er ausweichen konnte, fuhr aber durch ihn hindurch, ohne Schaden anzurichten, und löste sich an der Hauswand auf. Eine Weile stand Aragorn schwer schweratmend da, dann schaute er auf seine eisige Handfläche. Die Gateway Ignasia leuchtete wie glühendes Metall. Aber noch während er sie betrachtete, nahm sie wieder ihr ursprüngliches Aussehen an. Er ballte die Hand zusammen, dann spülte eine Welle der Erschöpfung über ihn hinweg. Er fühlte sich seltsam entkräftet, so als ob er tagelang nichts gegessen hätte. Seine Knie gaben nach und er sank an die Wand. Warnungen. Sobald er wieder halbwegs bei Kräften war, taumelte Eragon aus der Gasse hinaus. Und machte dabei beklommen einen Bogen um die toten Ungeheuer. Er war noch nicht weit gekommen, als Kadok zu ihm herantrabte. Gut, du bist nicht verletzt, murmelte Eragon. Er bemerkte, dass seine Hände heftig zitterten und seine Bewegungen seltsam Ungelenk waren, aber es kümmerte ihn nicht. Er fühlte sich entrückt, als würde alles um ihn herum einem anderen widerfahren. Jetzt sah er Schneefeuer mit geblähten Nüstern und flach angelegten Ohren unruhig vor einer Hausecke herumtänzeln, bereit, jeden Augenblick loszurennen. Brom saß noch immer zusammengesunken im Sattel. Eragon nahm im Geist Kontakt auf und besänftigte das Pferd. Sobald Schneefeuer sich beruhigte, ging Eragon zu Brom. Der alte Mann hatte eine lange Schnittwunde am rechten Arm. Sie blutete stark war aber weder tief noch breit. Aber Eragon wusste, dass er sie verbinden musste, bevor Brom zu viel Blut verlor. Er streichelte Schneefeuer einen Moment lang und zog danach Brom aus dem Sattel. Das Gewicht des alten Mannes erwies sich jedoch als zu schwer für Eragon, und Brom fiel mit einem dumpfen Schlag zu Boden. Eragon war erschrocken über seine plötzliche Schwäche. In seinem Kopf erklang ein zorniger Aufschrei, Saphira schoss vom Himmel herab und landete direkt vor seinen Füßen, die Flügel halb ausgebreitet. Sie fauchte wütend und ihre Augen funkelten. Ihr Schwanz peitschte durch die Luft und Eragon zuckte zusammen, als er plötzlich zischend über seinen Kopf hinwegfuhr. Bist du verletzt? fragte sie mit brodelnder Wut in der Stimme. Nein, versicherte er ihr, während er Brom behutsam auf den Rücken drehte. Sie knurrte und rief aus, wo sind die, die das getan haben? Ich werde sie in Stücke reißen. Müde deutete Eragon in die Gasse. Das ist unnötig. Sie sind bereits tot. Hast du sie umgebracht? Saphira klang überrascht. Er nickte. Irgendwie. Mit knappen Worten schilderte er ihr, was geschehen war, während er in den Satteltaschen nach den Stofftüchern suchte, in die Zarok eingewickelt war. Saphira sagte mit feierlicher Stimme, Du bist gewachsen. Eragon brummte etwas Unverständliches. Er fand ein langes Stück Stoff und rollte vorsichtig Broms Ärmel auf. Mit einigen geschickten Handgriffen reinigte er die Wunde und legte einen festen Verband an. Ich wünschte, wir wären noch im Palankartal, sagte er zu Saphira. Dort wüsste ich wenigstens, welche Pflanzen eine heilende Wirkung haben. Hier weiß ich nicht, was ihm helfen könnte. Er hob Broms Schwert auf und schob es in die Scheide an Broms Gürtel. Wir sollten weiterziehen, sagte Safira. Vielleicht sind noch mehr Urgans in der Nähe. Kannst du Brom tragen? Dein Sattel wird ihn festhalten und du kannst ihn beschützen. Ja, aber ich lasse dich nicht mehr allein. Gut, dann folge mir in der Luft. Und jetzt sollten wir schleunigst von hier verschwinden. Er schnallte Safira den Sattel auf den Rücken, dann legte er die Arme um Brom und versuchte ihn anzuheben aber erneut ließen ihn seine geschwundenen kräfte im stich safira hilf mir sie schob ihren kopf an ihm vorbei und griff mit den zähnen die rückseite von broms umhang mit gekrümmtem hals hob sie den alten mann vom boden wie eine katze ein junges aufheben würde und setzte ihn auf ihrem rücken ab dann schob eragon broms beine in die halte schlaufen und zog sie fest er hob den Blick, als der alte Mann aufstöhnte und sich regte. Brom blinzelte müde und faßte sich an den Kopf. Er schaute besorgt zu Aragon hinab. Ist Saphira noch rechtzeitig gekommen? Iragon schüttelte den Kopf. Das erkläre ich dir später. Dein Arm ist verletzt, ich habe ihn verbunden, aber du musst dich eine Weile an einem sicheren Ort ausruhen. Ja, sagte Brom und betastete vorsichtig den Verband. Weißt du, wo mein Schwert, ah, ich sehe, du hast es gefunden. Eragon zog die letzte Schlaufe fest. Du und Safira werdet mir in der Luft folgen. Bist du sicher, dass sie mich tragen soll? fragte Brom. Ich kann auch Schneefeuer reiten. Nicht mit dem verletzten Arm. So fällst du wenigstens nicht herunter, selbst wenn du ohnmächtig wirst. Brom nickte. Ich fühle mich geehrt. Er schlang den gesunden Arm um Saphiras Hals, und sie hob geschwind ab und stieg zum Himmel empor. Iragon wich zurück, durchgeschüttelt von den Luftstößen ihrer Flügel, und ging zu den Pferden. Er band Schneefeuer an Kadok fest, ritt aus Jasuak heraus und folgte dem Weg nach Süden. Die Straße führte durch ein felsiges Gebiet, bog nach links ab und folgte dem Lauf des Ninor der boden war übersät mit farnen, moos und kleinen büschen. es war erfrischend kühl unter den bäumen, aber trotz der friedlichen atmosphäre blieb aragon weiter auf der hut. nur kurz hielt er an, um die wasserschläuche zu füllen und die pferde zu tränken. als er den boden untersuchte, entdeckte er die fährte der rassak. "wenigstens ziehen wir in die richtige richtung," dachte er. Über ihm kreiste Saphira, den wachsamen Blick auf ihn gerichtet. Es beunruhigte ihn, dass sie nur zwei Urgals gesehen hatten. Eine gewaltige Horde hatte die Dorfbewohner niedergemetzelt und Jasuak verwüstet, aber wo war diese Horde geblieben? Vielleicht waren die beiden, denen wir begegnet sind, eine Nachhut, um der eigentlichen Streitmacht den Rücken freizuhalten, dachte er. Seine Gedanken wandten sich jetzt der Art und Weise zu, wie er die Urgals getötet hatte. Eine Erkenntnis, eine Offenbarung schob sich langsam, aber unaufhaltsam an die Oberfläche seines Bewusstseins. Er, Eragon, ein Bauernjunge aus dem Palankartal, hatte Magie vollbracht. Magie. Anders ließ sich das, was geschehen war, nicht erklären. Es schien unmöglich, aber er konnte nicht leugnen, was er gesehen hatte. Irgendwie ist aus mir ein Zauberer oder Magier geworden, dachte er. Aber er wusste nicht, wer diese neue Kraft abermals einsetzen konnte oder welche Grenzen und Gefahren sie beinhaltete. Woher habe ich diese Fähigkeit? Können alle Drachenreiter zaubern? Und falls Brom davon wusste, warum hat er es mir nicht gesagt? Verwundert schüttelte er den Kopf. Dann redete er mit Saphira, um sich nach Broms Zustand zu erkundigen und um ihr seine Gedanken zu offenbaren. Was seine neu entdeckten Zauberkünste betraf, so war sie genauso ratlos wie er. Saphira, kannst du uns einen Lagerplatz suchen? Ich kann hier unten nicht viel sehen. Während sie sich umschaute, zog er weiter am Ninor entlang. Ihr Ruf erreichte ihn, als das Licht zu schwinden begann. Komm! Saphira schickte ihm das Bild einer abgeschiedenen Lichtung in einem Waldstück am Fluss. Iragon lenkte die Pferde in die neue Richtung und trieb sie schneller voran. Mit Saphiras Hilfe war die Lichtung zwar leicht zu finden, aber sie lag so versteckt, dass er sich vor Entdeckung sicher fühlte. Ein kleines rauchloses Feuer brannte bereits, als er dort ankam. Rom saß davor und kümmerte sich um seinen Arm, den er verkrampft in einem Winkel an den Körper gepresst hielt. Saphira lag neben ihm, alle Muskeln angespannt. Sie sah Eragon forschend an und fragte: Hast du dich auch bestimmt nicht verletzt? Äußerlich ist alles in Ordnung. Aber was den Rest betrifft, bin ich mir nicht so sicher. Ich hätte früher da sein sollen. Ach, mach dir keine Vorwürfe. Wir haben heute alle Fehler begangen meiner war dich zu weit vorzuschicken ihre dankbarkeit für diese bemerkung war balsam für ihrer Gonzele. er sah brom an wie geht es dir der alte mann betrachtete seinen arm die wunde ist groß und schmerzt entsetzlich aber sie sollte schnell verheilen ich brauche einen neuen verband dieser hat nicht so lange gehalten wie ich gehofft hatte Sie kochten Wasser ab, um die Wunde auszuwaschen. Dann band Brom sich ein sauberes Tuch um den Arm und sagte: Ich muss etwas essen. Und du siehst auch hungrig aus. Nach dem Essen reden wir. Als ihre Bäuche voll und warm waren, zündete Brom seine Pfeife an. So, nun ist es wohl an der Zeit, dass du mir erzählst, was sich zugetragen hat, während ich bewusstlos war. Ich bin gespannt. Der flackernde Feuerschein auf seinem Gesicht hob die buschigen Augenbrauen überdeutlich hervor. Eragon knetete nervös seine Finger und trug die Geschichte ohne jede Beschönigung vor. Brom schwieg die ganze Zeit über, mit undurchschaubarer Miene. Als Eragon endete, schaute er zu Boden. Eine Weile war nur das Knistern des Feuers zu hören. Schließlich rührte sich Brom. Hast du diese Kraft vorher schon einmal eingesetzt? Nein! Weißt du etwas darüber? Ein wenig. Bohm wirkte nachdenklich. Mir scheint, ich stehe in deiner Schuld, denn du hast mir das Leben gerettet. Ich hoffe, ich kann dir diesen Gefallen eines Tages vergelten. Du kannst stolz auf dich sein, denn nur wenige Menschen überstehen ihren ersten Kampf. Mit einem Urgal unverletzt. Aber was du getan hast, war sehr gefährlich. Du hättest dich und das ganze Dorf zerstören können. Ich hatte keine andere Wahl, verteidigte sich Eragon. Die Urgals waren schon fast über mir. Hätte ich abgewartet, hätten sie mich in Stücke gerissen. Brom bis in das Mundstück der Pfeife. Du hattest keine Ahnung, was du tatest. Dann sag es mir, forderte Eragon ihn auf. Ich versuche schon die ganze Zeit, dieses Rätsel zu lösen, aber ich verstehe es einfach nicht. Was ist geschehen? Warum hatte ich plötzlich magische Kräfte? Niemand hat mich darin unterwiesen oder mir irgendwelche Zaubersprüche beigebracht. Broms Augen blitzten. So etwas sollte man auch keinem beibringen. Und einsetzen sollte man es erst recht nicht. Ich habe es aber eingesetzt. Und beim nächsten Kampf werde ich es vielleicht wieder tun müssen. Aber das kann ich nur, wenn du mir dabei hilfst. Was ist los? Gibt es ein Geheimnis, das ich nicht erfahren darf, bis ich alt und grau bin? Aber vielleicht weißt du ja auch gar nichts über Magie. Junge! donnerte Brom, du verlangst Antworten mit einer selten dagewesenen Dreistigkeit. Wenn du wüsstest, wonach du da fragst, würdest du mich nicht so bedrängen. Treibe es nicht zu weit. Er hielt inne, und dann entspannten sich seine Gesichtszüge ein wenig. Das Wissen, das du verlangst, ist umfassender, als du glaubst. Eragon sprang ungestüm auf. Ich komme mir vor, als wäre ich in eine fremde Welt voller seltsamer Regeln hineingeworfen worden, die mir niemand erklärt. Ich verstehe, sagte Brom. Er spielte mit einem Grasbüschel. Es ist spät, und wir sollten schlafen. Aber ich werde dir ein paar Dinge erklären, damit du endlich mit der Fragerei aufhörst. In der Magie, und darum handelt es sich hier tatsächlich, gibt es Regeln wie überall auf der Welt. Bricht man diese Regeln, ist die Strafe ausnahmslos der Tod. Deine magischen Fähigkeiten hängen von der in dir steckenden Kraft ab, von den dir bekannten Worten und von deiner Vorstellungskraft. Was meinst du mit Worten? wollte Eragon wissen. Oh, schon wieder eine Frage, rief Brom aus. Für einen Augenblick hatte ich gehofft, sie wären dir ausgegangen. Aber du stellst sie zurecht. Als du die Urgals erschossen hast, hast du da nicht irgendetwas gesagt? Ja, Brisingir!« Das Feuer loderte auf und ein Schauder durchfuhr Eragon etwas an dem wort erfüllte ihn mit einer unglaublichen lebendigkeit das dachte ich mir bresingir entstammt einer uralten sprache die einst alle lebenden wesen gesprochen haben allerdings geriet sie im laufe der zeit in vergessenheit und wurde in alagesia äonenlang nicht mehr benutzt bis die elfen sie übers meer zurückbrachten sie brachten sie den anderen völkern bei und diese benutzten sie, um damit machtvolle Dinge herzustellen und große Taten zu vollbringen. Diese Sprache hat für alles einen Namen. Man muss ihn nur kennen. Aber was hat das mit Magie zu tun? unterbrach ihn Eragon. Alles! Diese Sprache ist die Grundlage aller Macht. Sie beschreibt die wahre Natur der Dinge. Nicht den oberflächlichen Schein, den jedermann sieht. Brisinger zum Beispiel heißt Feuer. Es ist nicht nur irgendein Ausdruck dafür, sondern der wahre Name des Feuers. Wenn man stark genug ist, kann man Brisinger benutzen, um mit einem Feuer zu tun, was immer man wünscht. Und genau das ist heute geschehen. Eragon dachte einen Moment lang darüber nach. Warum war das Feuer eigentlich blau? Warum hat es genau das getan, was ich wollte, obwohl ich nur Feuer gesagt habe? Die Farbe ist von Person zu Person unterschiedlich. Sie hängt davon ab, wer das Wort ausspricht. Und warum das Feuer getan hat, was du wolltest, nun, das ist eine Frage der Übung. Die meisten Anfänger müssen genau beschreiben, was sie wollen. Wenn sie erfahrener geworden sind, ist das nicht mehr nötig. Ein wahrer Meister könnte einfach Wasser sagen und etwas erschaffen, das nichts mit Wasser zu tun hat, zum Beispiel einen Edelstein. Du würdest wahrscheinlich nicht begreifen, was er getan hat, aber ein Meister kann die Verbindung zwischen Wasser und dem Edelstein erkennen und diese als Brennpunkt für seine Zauberkraft benutzen. Diese Fähigkeit ist die größte Kunst von allen. Was du getan hast war extrem schwierig. Safira unterbrach Eragons Gedanken. Brom ist ein Zauberer. Darum konnte er den Strauch entzünden. Er weiß nicht nur über Magie Bescheid, er beherrscht sie auch. Eragon's Augen wurden groß. Du hast recht. Frag ihn danach, aber pass auf, was du sagst. Es ist unklug, jemanden zu verärgern. Der solche Fähigkeiten besitzt. Wenn er ein Zauberer oder Magier ist, wer weiß, aus welchem Grund er sich in Kawahal niedergelassen hat? Eragon dachte daran, als er zaghaft sagte: Safira und mir ist soeben etwas klar geworden. Du beherrschst diese Magie, nicht wahr? Auf diese Weise hast du an unserem ersten Tag in der Tiefebene das Feuer entzündet. Brom neigte leicht das Haupt. Ich beherrsche sie bis zu einem gewissen Grad. Warum hast du sie dann nicht gegen die Urgals eingesetzt? Genau genommen fallen mir viele Gelegenheiten ein, bei denen uns Magie von Nutzen gewesen wäre. Du hättest uns vor dem Unwetter schützen und den Sand von unseren Augen fernhalten können. Nachdem er ein zweites Mal seine Pfeife gestopft hatte, sagte Brom, Dafür gibt es simple Gründe. Ich bin kein Drachenreiter. Was bedeutet, dass du selbst in deinen schwächsten Momenten mächtiger bist als ich? Und meine Jugend liegt lange zurück. Ich bin nicht mehr so stark wie früher. Jedes Mal, wenn ich zur Magie greife, fällt es mir schwerer. Eragon schlug beschämt die Augen nieder. Bitte entschuldige. Oh, du brauchst dich nicht zu entschuldigen, sagte Brom und bewegte behutsam seinen verletzten Arm. Jeder wird einmal alt. Wo hast du die Magie erlernt? Das behalte ich für mich. Es genügt zu sagen, dass es an einem sehr fernen Ort war und dass ich einen sehr guten Lehrer hatte. Und dass ich imstande bin, seine Lektionen weiterzugeben. Brom zog an der Pfeife. Ich weiß, dass du noch viele Fragen hast, und ich werde sie dir beantworten, aber. Darauf wirst du bis morgen früh warten müssen. Er beugte sich mit glänzenden Augen vor. Und um dich bis dahin von jedweden Experimenten abzuhalten, möchte ich dir noch Folgendes sagen. Magie verbraucht genauso viel Kraft wie körperliche Anstrengung. Deshalb warst du so erschöpft, nachdem du die Urgals vernichtet hattest. Und darum war ich auch so erbost. Du bist ein furchtbares Risiko eingegangen. Hätte die Magie mehr Kraft verbraucht, als in deinem Körper steckte, hätte sie dich getötet. Man darf diese Kräfte nur für Aufgaben verwenden, die man nicht auf herkömmliche Weise bewältigen kann. Woher weiß man denn, ob ein Zauber alle Kraft aufbrauchen wird, die man besitzt? fragte Eragon erschrocken. Brom hob die Hände. Meistens weiß man es nicht. Aus diesem Grunde müssen Magier ihre Grenzen kennen, und selbst dann sind sie noch äußerst vorsichtig. Sobald man den Entschluss gefasst und die magischen Kräfte entfesselt hat, gibt es kein Zurück mehr, selbst wenn es einen das Leben kostet. Ich meine das als Warnung. Keine waghalsigen Experimente, bis du mehr gelernt hast. So, und jetzt Schluss damit für heute. Als sie ihre Decken ausbreiteten, bemerkte Safira zufrieden, Wir werden immer stärker, Irakon, wir beide. Bald kann sich uns niemand mehr in den Weg stellen. Ja, bloß, welchen Weg sollen wir wählen? Welchen wir auch immer beschreiten wollen, sagte sie kühn und legte sich schlafen. Magie die einfachste Sache der Welt. Warum glaubst du waren die beiden Urgals noch in Jasuak? fragte Eragon, als sie schon eine Weile unterwegs waren. Sie hatten doch gar keinen Grund dort zu bleiben. Ich vermute, sie sind desertiert, um das Dorf zu plündern. Merkwürdig ist, dass sich, soweit ich weiß, die Urgals in der Vergangenheit nur zwei oder dreimal zu einer größeren Gruppe zusammengeschlossen haben. Es ist beunruhigend, dass sie es nun wieder tun. Glaubst du, die Rasak haben den Überfall angezettelt? Ich weiß es nicht. Am besten entfernen wir uns weiterhin so schnell wie möglich von Yasuak. Außerdem ist dies die Richtung, in die auch die Rasak zogen, nach Süden. Eragon pflichtete ihm bei. Wir brauchen aber immer noch Proviant. Gibt es hier in der Nähe noch ein anderes Dorf? Brom schüttelte den Kopf. Nein. Aber Saphira kann für uns jagen. Dann müssten wir uns nur eine Weile ausschließlich von Fleisch ernähren. Es sieht zwar nicht so aus, aber in den vereinzelten Büschen und Baumgruppen leben etliche Tiere. Der Fluss ist im Umkreis vieler Meilen die einzige Wasserquelle. Daher müssen die Tiere zum Trinken ans Ufer kommen. Wir werden also nicht verhungern. Iragon schwieg, zufrieden mit dieser Antwort. Während sie am Ufer entlang ritten, flatterten Vögel mit gellendem Gezwitscher umher, und der Fluss rauschte friedlich an ihnen vorbei. Es war eine laute Gegend, voller Leben und Kraft. Eragon fragte, wie hat dich der Urgal eigentlich erwischt? Alles ging so schnell, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja, ich hatte einfach Pech, brummte Brom. Ich war ihm mehr als ebenbürtig, deshalb versetzte er Schneefeuer einen Tritt. Dieses dumme Pferd bäumte sich auf und, brachte mich aus dem Gleichgewicht. Ja, und da hat der Urgal zugeschlagen. Er rieb sich das Kinn. Ich nehme an, du denkst noch über die Magie nach. Der Umstand, dass du darauf gestoßen bist, stellt ein verzwicktes Problem dar. Nur wenige wissen es aber. Alle Drachenreiter besaßen magische Kräfte, wenngleich in unterschiedlicher Stärke. Sie hielten diese Fähigkeit geheim, selbst auf dem Höhepunkt ihrer Macht, weil sie dadurch ihren Feinden gegenüber im Vorteil waren. Hätte jeder davon gewusst, wäre der Umgang mit gewöhnlichen Menschen schwierig gewesen. Viele glauben, die magischen Kräfte des Königs rühren von dem Umstand her, dass er ein Magier oder Zauberer ist. Das stimmt aber nicht. Er besitzt sie, weil er ein Drachenreiter ist. Wo liegt der Unterschied? Macht mich die Tatsache, daß ich magische Kräfte entfesselt habe, nicht automatisch zu einem Magier oder Zauberer? Ganz und gar nicht. Ein Zauberer, zum Beispiel ein Schatten, bedient sich der Geister, um seinen Willen zu bekommen. Das ist etwas ganz anderes als deine Befähigung. Und ein Magier, der ohne die Hilfe der Geister oder eines Drachen auskommt, bist du auch nicht. Und gewiß auch kein Hexenmeister dessen Kräfte durch verschiedene Tränke und Zaubersprüche zustande kommen. Und das bringt mich zu meinem ersten Punkt zurück. Das Problem, das du aufgebracht hast. Junge Drachenreiter wie du mussten früher eine strenge Lehrzeit absolvieren, die dazu diente, den Körper zu stehlen und Selbstbeherrschung zu üben. Der Unterricht zog sich über viele Monate, manchmal über Jahre hin, bis man den Zöglingen genügend Verantwortungsbewusstsein zutraute, um mit ihrer Gabe angemessen umzugehen. Und bis dahin erfuhr keiner von ihnen, welche Kräfte in ihm schlummern. Stieß jemand zufällig schon vorher darauf, so wurde er oder sie augenblicklich von den anderen getrennt und fortan einzeln unterwiesen. Es geschah allerdings äußerst selten, dass einer von selbst dahinter kam. Er beugte sich zu Eragon hinüber, Allerdings standen sie auch niemals unter solchem Druck wie du. Und wie haben sie dann gelernt, mit Magie umzugehen? fragte Eragon. Ich verstehe nicht, wie man jemandem so etwas beibringen kann. Hättest du vor zwei Tagen versucht, es mir zu erklären, ich hätte kein Wort verstanden. Den Schülern wurde eine Reihe sinnloser Übungen aufgegeben, die lediglich dem Zweck dienten, sie zu verdrießen. Zum Beispiel trug man ihnen auf, riesige Steinbrocken nur mit den Füßen von einem Punkt zum anderen zu schieben oder löchrige Wannen mit Wasser randvoll zu füllen und zahlreiche andere Unmöglichkeiten. Nach einiger Zeit wurden sie darüber so wütend, dass sie unbewusst auf ihre magischen Kräfte zurückgriffen, meist mit Erfolg. Das bedeutet, fuhr Brom fort, dass du im Nachteil bist, wenn du jemals auf einen gegner triffst der eine solche lehrzeit bestanden hat einige haben ein sehr hohes alter erreicht und sind noch am leben zum beispiel der könig und natürlich die elfenkrieger von denen könnte dich jeder mit leichtigkeit besiegen was soll ich also tun für einen traditionellen unterricht haben wir keine zeit aber wir können eine menge tun während wir auf reisen sind sagte brom ich kann dir viele Techniken beibringen, die deine Kraft und Körperbeherrschung steigern werden. Aber die Disziplin, welche die Drachenreiter besaßen, kann man sich nicht über Nacht aneignen. Du wirst viel lernen müssen, sagte er und sah Eragon gutmütig an, während wir durch die Lande ziehen. Am Anfang wird es schwer sein, aber hinterher ist die Belohnung umso größer. Es wird dich freuen zu hören, dass noch kein Reiter in deinem Alter seine Gabe in der Weise gebraucht hat, wie du gestern bei den beiden Urgals. Eragon lächelte über das unerwartete Lob. Vielen Dank. Hat diese magische Sprache einen Namen? Brum lachte. <lacht> ja, aber niemand kennt ihn. Es muss ein Wort von unglaublicher Macht sein. Eines, mit dem man die gesamte Sprache und diejenigen, die sie verwenden, beherrschen kann. Die Menschen haben lange nach dem Namen gesucht, aber niemand hat ihn je entdeckt. Ich verstehe noch immer nicht, wie diese Magie funktioniert, sagte Eragon. Wie genau gebrauche ich sie? Brom sah verwundert aus. Habe ich dir das noch nicht erklärt? Nein. Der alte Mann atmete tief durch. Um mit Magie zu arbeiten, muss man eine bestimmte angeborene Kraft besitzen, die heutzutage bei den Menschen nur noch selten vorkommt. Und man muss in der Lage sein, diese Kraft in sich heraufzubeschwören. Wurde sie einmal gerufen, dann muss man sie entweder benutzen oder wieder vergehen lassen. Verstanden? Wenn man nun wünscht, diese Kraft einzusetzen, so muss man den Ausdruck, oder den Satz, der das beabsichtigte Vorhaben beschreibt, in der alten Sprache aussprechen. Hättest du gestern zum Beispiel nicht Brisingier gesagt, wäre nichts geschehen. Also hängt alles von der Kenntnis dieser Sprache ab. Genau! rief Brom begeistert. Und während man sie spricht, ist man unfähig zu lügen. Eragon schüttelte den Kopf. Das, das kann nicht sein. Menschen lügen immer. Daran können auch ein paar uralte Worte nichts ändern.« Brom zog eine Augenbraue hoch und sagte blaka, eka veronata, neyatai naono, blakka Plötzlich flatterte ein Vogel von einem Ast herab und landete auf seiner Hand. Leise zwitschernd schaute er sie aus wachsamen Augen an.